Okay, mal schauen, wo es jetzt hingeht. Juhu, schon wieder eine andere Innie. Ich habe aber auch echt Glück heute. Der steinerne Kern. Irgendwo gibt's eine Quest. Ah. Euch zu sehen. Seid auf der Hut. Was geht denn hier ab? Da geht's los. Wir sind hier wohl im Tiefenhain, so wie es aussieht. Oh. Da ist ein Teleporter. Gut. Wird sich noch rausstellen, was das ist. Knurren natürlich schnell auf. Dumm die Dumm, keiner hat's gesehen. Oh, ein kleiner böser Gnom ist da. Och Mann. Ich habe noch meine Angel an. Gut, jetzt nicht mehr. Dum-di-dum. Zum Glück sagt einem WoW ja mal, was man tun soll. Ich denke gerade, irgendwie klappt es nicht. Ja, ich muss halt meine Spezialangel anziehen beim Angeln, weil ich sonst diese Stats nicht bekomme, sondern nur normales Angeln. Wobei das, glaube ich, im Moment eh nicht so viel ausmacht. Naja, was soll's. Der ist aber auch immer dabei. Haut er vor uns ab? Hui. Der Taucher war aber eben ganz schön groß. Wahrscheinlich war er sauer. Also eine Quest gab es schon mal hier. Da ist wieder so ein Ding. Schenke ich mir jetzt. Das habt ihr ja schon öfter gesehen. Also hier drüben. Da muss irgendwas Archäologisches hin. Und dann gibt es eben ein Bath. Ich krieg überhaupt nicht mit, was hier überhaupt alles abgeht. Egal. Aufkloppen. Vielleicht erschließt sich mir irgendwann, um was es hier geht. Wow, was denn das für ein Ding? Korboros. Scheint was Dickeres zu sein. Und es schnappt sich unseren Tank. Tun wir mal so, als ob wir den Stein vergiften könnten. Ja, ist eh so ein komisches Wesen. Was macht der denn da Fieses? Welche komischen Kristalle raushauen? Tot. Aus der gepeinigten Sinne. Aber das sah eben echt böse aus. Klar. Die sind ja niedlich. Aber groß. Kristallbrutriese. Was sind das hier für komische Dinger? Schinder des steinernen Kerns. Ich finde das gut, dass man die immer noch ein bisschen erzen kann. Oh, da geht's weiter. Die sehen aber echt eklig aus. Und können gut zupacken. Schinken tun die. Mit ihren komischen Zangen da vorne oder was das ist. Sieht aus wie so Säbel. Und die sind irgendwie putzig. Auch wenn sie stampfen und uns killen wollen. Es muss ja nicht immer so sein, dass die Bösewichte böse aussehen, oder? Manchmal sehen die sogar total niedlich aus. Und täuschen einen dann.
Sag mal, und der Parler steht da dumm rum. Ist das der Healer oder was? Ja, ich meine, der Healer kann trotzdem mitmachen, oder? Also wenn er schon dumm rumsteht, hat er ja wohl nichts zu tun. Ui, ein großer Drache. Na? Da sind schwarze Flecke, die sehen nicht gut aus. Aha. Da donnern gleich die Steine runter. Ei, schnell weg. Das war knapp. Da noch durch und jetzt bin ich gleich da. Okay, wie heißt das Teil? Plattenhaut, sehr origineller Name. Dann hauen wir doch mal drauf auf die Plattenhaut und hoffen, dass die Plattenhaut schnell platt ist. Was ist das denn? Ach, ein Steinchen schmeißt da auch noch. Super. Kannst du mal in die andere Richtung gucken? Achso, da ist gerade der Tank. Na gut. Fällt mir nicht, wenn ich so direkt vor dem Teil bin, weil wenn das dann spuckt, dann ist das nicht so günstig. Hat der Parler denn schon wieder hin? Nach hinten, okay. Hauptsache er hielt, falls er denn wieder ist. Da, tödlicher Schuss. Und ein Rosenquarzband. Süß. Mit Int. Schade. Da sind wieder ein paar Schinder. Der Boss eben ging aber schnell, muss ich sagen. Was gibt's hier noch? Hey, looten lassen. Dovi. Gut. Vielleicht sollte ich meinem Tee ja fast beibringen, dann holt er das und ich kann schon mal weiterlaufen. Ui, schneller. Was sind das denn für putzige Teilchen? Magma Lords. Och. Man so süße Zeichen auf dem Boden. Obwohl, die sind bestimmt nicht so toll, die Zeichen. Hier geht's ja ab. Ii, das ist aber nicht nett, du dickes Ding. Ah, das tut doch weh, Mensch. Hat dir keiner Manieren beigebracht? Übel. Vor lauter Feuer sehe ich gar nicht, was abgeht. Ah, ich sehe nur, dass ich eine Menge Schaden bekomme. Naja, eine Menge nicht, aber ganz vielen kleinen Schaden, so. Mal so ein dickes Ding. Ih, das ist nicht gut, in dem Sabber da drin zu stehen. Bin ich mir ziemlich sicher. Na? Oh, die ist aber hartnäckig. Jetzt. Juhu. Zu wem gehören die? Die müssen wir auch noch platt machen, oder nicht? Die stehen da so ein bisschen harmlos, ne? Die sind wahrscheinlich die allerschlimmsten. Kennt man ja. So, wo geht's weiter? Da. Denn hier alles rum. Es waren aber einige. Oh, und wo geht's weiter? Da lang. Ui. Osruk schreit, niemand dringt ins Herz der Welt vor. Aber ich gehe lieber nicht so dicht an das Ding dran. Das macht bestimmt ordentlich Schaden. Ihr werdet von meinem Körper zerschellen.
Ihr werdet an meinem Körper zerschellen. Spürt der Erde Macht. Gut. Kriegt ihr auch mal einen kleinen Giftpfeil ab? Wie, der wirft Elementium-Bollwerke. Ach nee, der wirkt ein Bollwerk. Ich dachte schon, wie kann man Bollwerke werfen? Ach. Okay. Jetzt wird er auch noch wütend. Ja, geht aber. Ja. Schwert der bodenlosen Grube gibt es hier. Wie sieht es denn überhaupt hier aus? Hm, bei dem waren wir jetzt. Da hinten ist noch eine Tante. Gut. Ich habe jetzt auch nicht aufgepasst, wie lange wir schon in der Inni sind. Auf jeden Fall muss ich mich jetzt sputen, dass ich da noch hinterher komme. Sonst machen die das Ganze ohne mich. Ich brauche ein Ziel. Was ist das denn? Ein Hau drauf. Das hält immer noch auf. Ich kann das noch nicht zaubern. Dieser Zauber ist noch nicht da. So. Plums. Ah, da sind wieder diese ekligen Schinder-Dinger. Passen mir ja gar nicht. Die sind einfach nur fies. Es müsste eigentlich nur noch eine Tante übrig sein, wenn ich die Map richtig gelesen habe. Da, Hohepriesterin Azil. Hui. Da hängen aber viele ab. So, die sind schon tot. Okay. Die Welt wird aus Flammen neu entstehen. Die Welt wird aus Flammen neu entstehen. Die Tante ist irgendwie gerade ein bisschen leise. Kann aber auch um mir liegen. Hui! Muss ich gerade in so einem komischen Kringel drin stehen? Na ja, klar. Oh, die geht aber relativ schnell down, muss ich sagen. Noch einen tödlichen. Zack. Was auch immer die normalerweise anstellen würde, sie hat es nicht getan. So, Pantoffeln her. Hängt da noch irgendwie rum? Nee. Da ist ein Spiegel mit Waffenkunde, mit Stärke. Der ist zwar süß, aber ich glaube, der ist nichts für mich. Oh. Ach nö. Da müsste ich mir noch Dokumente holen bei dem Corvorus. Na gut. Dann mache ich das jetzt. Da muss ich da halt zurücklatschen und dann sehen wir uns gleich. Ich bin jetzt über so einen Teleporter, der hinter diesem Drachen, hinter Plattenhaut war, hierhin zurück und bin jetzt da, wo der Corvorus war. Und hier liegen nämlich diese Dokumente. Da. Oh, ich kann die Quest auch direkt hier beenden. Na super. Da hätte ich eine Anschlussquest gehabt. Ja, die brauche ich jetzt ja eigentlich nicht mehr annehmen, obwohl, ist egal. Vielleicht mache ich die auch irgendwann nochmal nur so zum Spaß. Die Inni ist ja eigentlich ganz flott und recht klein. Das war's eigentlich auch schon. Jetzt kann ich halt hier zurücklatschen oder mich direkt raus teleportieren. Mal gucken. Ja gut, wenn ich in Ruhestein nehme, dann bin ich in Dala. Das ist auch blöd. Also könnt ihr auch hier rausgehen und dann bin ich da, wo ich vorher war. Nämlich an diesem See, wo ich geangelt habe. Juhu.
Was war denn jetzt hier eigentlich die nächste Aufgabe? Ah, zurückzufliegen. Ich wollte ja eigentlich spicken, ob diese Druidin mit der großen Klappe da noch steht, aber ich habe mich ja dann doch entschlossen, lieber angeln zu gehen und auf eine Inni zu warten. Die Inni war jetzt ja recht kurz. Deswegen fliege ich jetzt noch hier rüber zum Schrein von Aviana. Diese Setiria haben wir ja gekillt. Oh, jetzt muss ich wieder hochfliegen, weil das doch sehr hoch ist. Und dann schaue ich mal nach, was hier noch so geht. Wahrscheinlich ganz nach hinten zu der Schuluna-Tante. Ja, Wolli. Ich habe euch erwartet. Rückkehr zum Schrein. Ich bin ein Herold der Ahnen. Juhu! Und was geht jetzt ab? Ich soll das Rauchwerk des Herolds vor Arianas Ei im Schrein benutzen. Gut. Lebt wohl. Mache ich das doch gerade noch. Da düsen wir mal hier links rum um die Ecke. Da liegt das Ei, das wir vorhin gerettet haben. So, was geht ab? Das Rauchwerk soll ich hier benutzen? Ta-ta-ta-ta. Aviana, wie sie leibt und lebt. Jetzt. Vision von Ysera? Ich denke, das ist Aviana. Na egal. Ich bin Ich lebe. wiedergeboren. Dringt weiter auf den Hyjal vor. Ich werde mich sammeln und die anderen Ahnen um mich rufen. Das finde ich doch mal gut, Aviana. Ist hier was Interessantes? Nö. Aber was Teures. Wow, 20 Gold. Da freue ich mich doch. Und? Gut. Die will nichts mehr von mir. Dann hat sich das hier auch erledigt. Die noch was von mir? Okay. Ihr habt die Ahnen erweckt, Spielmaus, aber Essina, der Geist der Wildnis, schweigt noch immer. Mit ihrer Hilfe können wir diesen Kampf zu unseren Gunsten wenden und den Schatten, den der Schattenhammer angerichtet hat, rückgängig machen. Ich soll zu einem Baum? Ah, zu einem Urtum der Lehren. Gut. Mache ich doch prompt. Was will der Mortis? Die Göttin ist zurückgekehrt, richtig. Ja, Setria haben wir getötet. Ich habe, glaube ich, vorhin Setira gesagt, aber ihr wisst ja, wen ich meine. Ui, sie haben noch nicht alle Eier gefunden. Das ist natürlich böse. Tisseli und er haben ihn nachgespürt. Ja, weil Tisseli ja auch so viel taugt, die Olle echt. So eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme hier für die. Ist wahrscheinlich die Tochter von irgendeinem Oberbonzen, keine Ahnung. Also. Eine große Brutstätte in den Feuerlanden gibt es. So nach Süden fliegen und durch das Flammentor in der Mitte des Tals treten. Hui. Okay, irgendeiner wartet da auf mich. Farben-Klauen-Würger. Klingt ja sehr vertrauenserweckend. So, durch das Flammentor. Okay, Geht auf Party. ihn. Wo ist das denn? Da sind zwei Fragezeichen. Das ist Flammentor. Und da ist ein Urtum. Kann ich mir ja aussuchen, was ich zuerst mache? Ich fliege mal zu dem Urtum und frage es, was abgeht. Und dann kann ich ja immer noch durch dieses Tor da düsen und schauen, was da los ist und wie das mit den Eiern von diesem komischen anderen Drachen aussieht. Ja. Nordu, ein Urtum der Lehren. Ey, ich glaube, ich habe den schon gesehen. Das war so ein dickes Ding. Haben Urtume ja so an sich, dass sie dick sind. Da, Nordu. Genau, hier unten waren noch diese Kernhunde. Da sind sie.
Also wenn ich noch ein bisschen größer bin, kann ich mir ja so ein Kernhund hier ziehen. Ich weiß schon gar nicht mehr, was die für Fähigkeiten haben. Okay, kann ich mit dem labern oder muss ich noch einen platt machen vorher? Ey! Das ist ja mal blöd. Moment. Wer hat mich denn da verängstigt? Keine Ahnung. Jetzt weiß ich nicht, ob das das Viech war oder der Rodler. Das Viech ist schon mal tot. Probieren wir es nochmal. Tötet 5 feurige Peiniger, um sie fernzuhalten. Hat das denn nie ein Ende? Da ist einer. Eigentlich wollte ich nur mit dem Typen quatschen und jetzt kann ich wieder arbeiten. Das geht doch echt auf keine Kuhhaut hier. Beschwer mich hier gleich. Ich weiß ja nicht, ab wo die kommen. Oder ob ich lieber oben bei dem Typi bleiben soll, falls die aus dem Nichts auftauchen. Aber ist ja eigentlich egal. 5 sind 5. Vielleicht kamen die auch von ganz hier unten. Geh jetzt hier runter und klopf die an, was soll's. Den Lavaboger nehmen wir auch noch mit. Und dann labert der Typ hoffentlich mit mir. Ganz schön heiß hier. Die sind ja richtig böse. Wow. Frisch gegrillt ist halb geröstet. Jetzt aber. Einen kleinen Smalltalk mit dem hier halten. Wie der Wald gehört mir. Hilfe! Bringt das Herz des Waldes zu Hamul im Hain von Essina auf dem Hujal. Okay, Chef. Was hat der denn da für süße Ohrringe? Ach, guckt euch den an, so ein Lämpchen. Ja, voll putzig. Och, und die ärgern den immer, die Blödmänner. Ich glaube, das ist gar nicht so weit weg. Och, nö. Der war doch im Heiligtum von Malorne. Wieso ist der denn jetzt schon wieder da hinten? Och, ey. Veräppeln kann ich mich selber. So, ich hock mich jetzt hier oben hin. Koch mir was zu essen. Und chill mal ein bisschen.